Nach dem großen Besucherinteresse im vergangenen Jahr mit rund 37.000 Besuchern öffnet die 11. Plaza Culinaria an allen drei Messetagen früher als je zuvor ihre Tore. Zum letzten Mal begrüßte Messechef Klaus Seilnach die Eröffnungsgäste der Plaza Culinaria. Er gibt die Führung ab an Daniel Strowitzki, den bisherigen Abteilungsleiter Messen. Umso mehr freut mich aber, dass wir Ihnen mit dem diesjährigen Messeprodukt die größte und bestsortierteste Plaza seit ihrer Premiere vor nunmehr 10 Jahren präsentieren können. Unter Seilnachts Leitung hat sich die Plaza Culinaria prächtig entwickelt. Angefangen haben wir mit 5 Gastronomen. Und das war, keiner hat an diese Messe geglaubt. Und ich freue mich, dass jetzt alle an diese Messe glauben. Mehr als 350 Aussteller auf 20.000 Quadratmetern füllen die Messehallen mit verführerischen Düften und laden zu einer Geschmacksrundreise ein. Das stimmungsvolle Ambiente der Genussmesse wird durch die liebevoll dekorierten Stände auf der Sonderfläche Weihnachtszauber treffend ergänzt und weckt die Vorfreude auf den Advent. Regionale, nationale und internationale Aussteller machen mit ihren erstklassigen Produkten und Köstlichkeiten die Plaza Culinaria zu einem gesellschaftlichen Ereignis im Dreiländereck. Das kulinarische Angebot wird bereichert durch trendige und kreative Dekorationsartikel für Küche und Tisch. Rund um die Ausstellung bieten zahlreiche Veranstaltungen abwechslungsreiche Unterhaltung. Im Kochstudio verraten Sterneköche ihre Geheimnisse. Und auf der Aktionsbühne vermitteln Aussteller zwischen Musik und Tanz Wissenswertes über Smoothies, Küchenhelfer und mehr. Das im vergangenen Jahr mit großem Erfolg gestartete Veggie-Quartier informiert unter anderem über vegetarische und vegane Produkte und deren Zubereitung. Ein besonderes Jubiläum feiert das Sterne-Menü im Rahmen der Plaza Culinaria. Bereits zum 10. Mal wird für den guten Zweck gesammelt. Rund 1/4 Million Euro sind so inzwischen für Freiburger Organisationen zusammengekommen. Genuss und Infotainment, Kulinarik und Tischkultur. Die größte kulinarische Messe im süddeutschen Raum ist immer einen Besuch wert.